Picknick ist ihr Lieblingsspiel, knurrte Leo. Aber wie spielt man das? Fragte Klaus Teddy. Man braucht eine Decke und Saft und Zwieback, antwortete Leo. Und man wird in den Wald geschleppt, sagte Annabella. Man sitzt zwischen Käfern, Spinnen und Ameisen. Einfach furchtbar. Du wirst schon sehen. Seid ihr endlich fertig? Lena stand mit einem großen Korb in der Tür. Ach, ihr seid langweilig. Immer muss man euch beim Anziehen helfen. Sie zog Annabella Klimperauge den dicken Winterpullover aus und holte das Sommerkleid aus dem Puppenschrank. So, Klaus Teddy, du ziehst die blaue Hose an und dann nix wie raus. Pass auf, Klaus, flüsterte Annabella. Der schlimmste Teil vom Picknick kommt jetzt. Sie zeigte auf Lenas Fahrrad, das vor der Haustür stand. Du musst dich festhalten, festhalten. Hast du verstanden? Klaus Teddy nickte und schluckte und bekam plötzlich Angst. Mach ihn nicht nervös, knurrte Leo leise. Bis jetzt haben wir es noch immer überlebt. Vorsicht ist besser als Nachsicht, zischte Annabella. Lena hatte den Picknickkorb auf dem Gepäckträger festgeklemmt. Sie setzte Klaus Teddy obendrauf. Annabella und Leo kamen nach vorn in den Kindersitz. Ab ging die Post, den Feldweg runter, am Froschsteich vorbei, den Hügel hinab und schneller, die grünen Schleier im Buchenwald flitzten vorbei. Klaus Teddy wurde schwindelig. Er klammerte sich mit aller Kraft an den Henkel des Picknickkorbs. Aber der Weg war holprig und steinig. Klaus hüpfte auf und ab und auf und ab wie ein Gummiball.